Was könnte man mit 15.000 Euro alles Sinnvolles machen? Man könnte es in Aktien investieren, sich einen brandneuen Dacia Duster kaufen oder endlich mal aus dem Dispo-Kredit rauskommen. Ich habe mich dazu entschieden, mir den Traum einer S-Klasse zu verwirklichen. Nur leider nicht diese, auch nicht diese, sondern diese hier. Ja, es muss eher so kommen. Die Technik spielt mir gerade einen kleinen Streich. Und zwar wollte ich gerade den Wagen nach hinten fahren, um jetzt die rechten Türen anzubauen. Und wie ihr schon hört, läuft der Motor. Ich habe die Batterie wieder rangemacht und dachte mir, ich lege mal auf ganz entspannt neutral ein, um den Wagen nach hinten zu schieben. Es hat nicht funktioniert. Daraufhin habe ich den Motor gestartet. Und jetzt schaut euch das an. Ich bin mit dem Fuß auf der Bremse. Er hat einen Haufen Fehlermeldung und er geht nicht in den Rückwärtsgang, geschweige denn in den Vorwärtsgang. Er wechselt die Gangstufen einfach nicht. Er bleibt auf P stehen und das ist natürlich alles andere als geil jetzt, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich das Ding jetzt hier wegbekomme. Ne? Bleibt dann eigentlich nur noch der SOS-Knopf, um dann mit Mercedes zu telefonieren und zu sagen, Leute, eure S-Klasse bewegt sich nicht mehr. Ich denke mal, es wird etwas mit dem Airbag-Fehler zu tun haben, der mir auch völlig unerklärlich ist, wo der Airbag-Fehler herkommt, weil er eigentlich keinen Airbag in der Tür hat. Nur das habe ich keinen entdeckt und auch keinen Airbag-Stecker abgemacht. Und vorne habe ich auch nur die Kamera abgemacht und das Tronic bzw. PDC hier. Das Problem lag tatsächlich an der Batteriespannung. Ich habe nochmal abgemacht, Batterie nochmal eine Stunde geladen, nochmal rangemacht, dann die Batterie wieder angeschlossen, dann den Motor nochmal gestartet und dann hat es funktioniert. Dann schnell die beiden anderen Türen rangebastelt. Das hat auch soweit alles ganz gut gepasst hier vom Spaltmaß her. Sieht das sehr gut aus, aber wir haben auf jeden Fall ein Problem. Und zwar ist das Türscharnier hier etwas ausgeleiert, würde ich sagen. Hier unten haben wir nämlich so ein Fangding, sag ich mal, dass die Tür, vielleicht hört ihr es schon. Also ganz supi wirkt das für mich hier nicht, um ehrlich zu sein. Also das hier scheint ziemlich ausgeschlagen zu sein. Also vom Fahrzeug her das Scharnier. Nicht von der Tür hoffentlich. Guck mal auf der anderen Seite. Ja, das hat auf jeden Fall deutlich weniger Spiel und macht auch keine Geräusche. Ist jetzt die Frage, was ist das, ne? Ich denke mal ganz eindeutig, das hier unten. Das hier. Dieses Spiel. Vielleicht ist der auch einfach noch nicht richtig drin. Vielleicht muss ich mit der Tür noch mal ein bisschen rumspielen. Zweiter Kotflügel ist dran und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Vorsichtig. Was sagt ihr, Freunde? Ich bin zufrieden. Spaltmaß sieht gut aus. Und auf der anderen Seite? Hey. Okay, also die Front ist schon wieder zusammen. Also bis auf die Stoßstange. Es wird langsam wieder ein Auto. Ich war zwischenzeitlich kurz im Baumarkt, habe mir Mehrzweckfett besorgt und habe mal die Tür gefettet. Und wie ihr hört, deutlich weniger. Und deutlich geschmeidiger auch. Das verstehe ich nicht so ganz, warum sie so einen Anschlag hat. Will ich irgendjemandem irgendwas unterstellen, aber es war halt schon komisch. Die Tür war definitiv mal raus, weil das Drehmoment von diesen beiden Schrauben war viel fester und da haben diese Plastikkappen, die ich hier nachbestellt habe bei Mercedes, diese Zierkappen für die Türscharniere, die haben gefehlt. Also da war safe mal jemand dran, aber was soll ich machen, die Tür wird schon nicht abfliegen. Was mich aber übelst triggert und aufregt, ist auf jeden Fall, dass die Türen, alle, die keinen Türgriff drin haben, gehen nicht zu. Und ich weiß nicht, wie ich die jetzt einstellen soll. Also ich bin kein Profi. Ah nee, Hammer. Die haben alle keinen Türgriff drin und das hier ist die einzige Tür, die ins Schloss fällt. Die geht auch nicht. Und ich verstehe es beim besten Willen nicht, warum das so ist. Die Schlösser sind alle offen. Einfach jetzt erstmal alles zusammenbauen, dann ganz in Ruhe gucken, wenn die Türsteuergeräte auch funktionieren und Softclose auch funktioniert. Aber erstmal sollte es ja nicht so schwierig sein, dass die zugehen, weil es ist ja erstmal einfach ein ganz einfaches System, nämlich hier so ein Schloss, was zuklappt, ne? Sieht man das? Mhm. Ja, ne? Sieht man. Und was hier in so einen Bügel reinfällt. So. Da ist eigentlich nichts großartig Kompliziertes dran. Zusätzlich sind die Türen auch wirklich, wenn man die ranhält, perfekt eingestellt. Bei den hinteren Türen würde ich es eventuell noch verstehen, weil wir hier ja eine Beschädigung haben. Aber daran liegt es auch nicht. Wenn du mal guckst. Spaltmaß. Ich drücke die Tür jetzt mal ran.
Das Spaltmaß ist überall völlig in Ordnung. Also die setzt nirgendwo auf. Aber auf jeden Fall, jetzt sind die Türen drin. Jetzt beginnt die Fummelarbeit. Steuergeräte, Spiegel. Ich habe jetzt eben schon den Spiegel hier abgemacht. Der ist ganz entspannt, nur mit 3 Schrauben fest. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass dieser Spiegel 600 Euro kostet aufgrund dieser Kamera und des Totwinkelassistenten-Sensors. Auf jeden Fall habe ich den vorsichtig abgemacht. Dann die Tür auf die kaputte Seite gelegt. Ich habe mir extra hier so einen alten Matratzentopper, ne? Mein alter Matratzentopper. Habe ich hier extra drunter gelegt. Frag mich nicht, warum, aber der innere Monk in mir kann jetzt nicht diese total zerstörte Tür hier einfach auf den Boden schmeißen. Könnt ihr natürlich euch wieder den Kommentar drüber auslassen. Du siehst nicht glücklich aus. Mal kurz in unter 7 Tagen der S-Klasse hin und her bauen, ne? Alles, was ich euch jetzt zeige, zählt Zeitaufwand mal 2, weil ich es auf der anderen Seite ja auch noch machen muss. Wir haben hier einen Burmester-Lautsprecher. Der war ja vorher hier verbaut. Und wir haben hier einen Hauptkabelbaum. Der geht hier bis zu diesem, bis hier. Hier geht er rein, geht hier komplett lang, zum Türsteuergerät, zum, keine Ahnung was das ist, zum Fensterheber, zum Burmester. Verschwindet hier, wahrscheinlich zur ZV. Der Stecker fehlt. Das bedeutet, Tür auseinanderbauen. Komplett. Tutti. Kompletti. Alles. Ganz Kabelbaum. Es hat keiner davon geredet, dass das spaßig wird, ne? Mal 4. Vielleicht hat der hier ein Burmester-Kabel. Der scheint eins zu haben. Das ist ein grünes. Ich habe mir die hinteren jetzt noch nicht angeguckt. Wo haben wir dann die alte hintere? Ich hole die mal kurz zum Vergleich. Die hat das auch nicht. Guck mal hier. Hier ist ein grüner, aber der ist hier unten verlängert. Und hier ist auch ein grüner am Türsteuergerät. Mhm. Also 4-mal Türen. Auseinanderbauen? Komplett auseinanderbauen. Und ich sehe auch gerade Rollos, ne? Der Wagen hat ja Rollos hinten. Guck mal da. Ja, wir sind hier, um Spaß zu haben. Nicht witzig. Okay. Ich habe die ganze heile Tür jetzt auseinandergenommen, den ganzen Kabelbaum abgemacht, inklusive Stecker. Aber hier geht er noch rein und da komme ich leider nicht hinter. Ich habe die große berechtigte Vermutung, dass es daran liegt, dass hier direkt der Fensterheber ist und das Fenster ja runtergefahren ist. Dementsprechend übe ich jetzt erstmal an der heilen Tür, wo das Fenster hochgefahren ist und gucke, ob ich da die Innenverkleidung besser abbekomme. Habe ich heile Tür gesagt? Ja. Achso, nee, das hier ist die kaputte Tür. Das ist die Unfalltür. Und den Kabelbaum brauche ich. Aber die Scheibe kann mir Scheibenkleister egal sein. Gott, ich kann nicht mehr. Ja, das war jetzt alles ein bisschen wild mit der Tür. Ich habe jetzt erstmal beschlossen, die Burmester zu skippen. Im späteren Verlauf des Projektes werdet ihr auf jeden Fall verstehen, warum. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dennoch mache ich jetzt erstmal weiter. Ich habe das Türsteuergerät jetzt hier eingebaut, die ganze Seitenverkleidung wieder festgemacht, Motor verbunden etc. Jetzt fehlt nur noch der Türgriff. Den baue ich jetzt hier aus der Unfalltür aus. Dafür benötigt man ganz herkömmlichen T20. Den schiebt man hier rein, nachdem man hier die Gummikappe abgemacht hat bei der Tür, zack, schiebt man den da rein, dreht man hier die Schraube ein bisschen raus, und zwar so, zack, und den zieht man dann wahrscheinlich hier ganz vorsichtig, zack, raus, und schon hat man den Griff in der Hand, ne? So einfach geht das. Hierfür habe ich die Kappe ja in der Seitenverkleidung gefunden, die mache ich gleich wieder rauf. Also ich bekomme den Türmechanismus nicht wieder zusammengebaut. Dieses Metallding, was ihr hier seht fürs Schloss, das müsste eigentlich hier einrasten. Und zwar so eingerastet sein und auf den Griff warten, wie es hier bei der alten Tür der Fall ist. Nur leider fehlt diese kleine Lippe da. Zack. Dieses Ding fehlt bei der neuen Tür. Das ist natürlich richtig, richtig blöd jetzt. Sag ich euch, wie es ist. Das hier irgendwie jetzt aus der alten Tür rausholen. Und vielmehr frage ich mich, wo ist es? Also es muss ja irgendwo in der Tür dann unten drin liegen. Hier seht ihr, ist es auf jeden Fall nicht. Aber da haben wir den Draht der Begierde. Ich mal vorsichtig versuchen, den hier einzusetzen. Beziehungsweise ich glaube sogar, ich
habe ihn jetzt hier reingemacht. Ich hoffe, er bleibt auch da. Ziehe ich jetzt mal vorsichtig hier. Mein Gott, ey. So, er hält jetzt den Türgriff. Hier dieses Ding. Jetzt müssen wir den Türgriff hier vorsichtig einführen. Da fehlt noch ein Stecker. Ach, nee, ey. Oh, nee. Die Tür ist auch ohne Keyless. Ey, ich pack's wirklich nicht mehr. Das sind hier Keyless Go, Keyless Entry Griffe. Und die haben hier noch einen Stecker. Der ist hier mit dran wahrscheinlich, ne? Ja, da seht ihr ihn. Da seht ihr ihn, den kleinen Lümmel. Und den haben die neuen Türen nicht. Ich kann nicht mehr. Wirklich, ich kann nicht mehr. So, ich habe jetzt nochmal mit Uwe geschnackt. Und zwar ist es so, dass diese Tür von einer anderen Charge S-Klassen kommt als die anderen Türen. Diese Tür besitzt nämlich kein Keyless, wie man hier unschwer erkennen kann. Hier Keyless Entry, also ohne Schlüssel das Fahrzeug öffnen und schließen über Antatschen des Griffs. Das hat diese Tür nicht. Ebenso fehlt hier so eine Beleuchtung, da ist so eine kleine LED. Das kann ich euch hier auf der Seite noch zeigen. Hier diese kleine LED hier, die fehlt ebenfalls bei der Tür. Das ist aber die einzige Tür, die das nicht hat. Die anderen Türen haben eigentlich alle alles, außer eben Burmester. Ihr merkt schon, die Liste wird ein bisschen länger. Ich war auf jeden Fall ziemlich naiv zu Anfang. Ich dachte nämlich, das Einzige, was diese Türen unterscheiden kann, ist die Colorverglasung. Hinten bin ich mir ziemlich sicher, dass er beide Color verglast hat, weil die hinteren Fenster sind beide Color verglast. Jetzt wäre nur noch interessant zu wissen, was ist bei den vorderen drin für eine Scheibe? Die sind nämlich beide unten. Dementsprechend habe ich jetzt beide Steuergeräte angeschlossen. Hier habe ich den Fensterheber angeschlossen. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal kurz nochmal die Fenster hoch. Ich habe eine Sonnenbrille in Amerika gekauft. Und wenn man die auf hat, dann sieht man sogar bei Passats und sowas, dass die teilweise rot-color verglaste Scheiben haben, wenn die im Gegenverkehr einem entgegenkommen. Jetzt gerade beim Pink Panther sieht man es richtig gut, dass der Color verglast ist auf der Kamera. So, den beleuchteten Griff habe ich jetzt fest. Der geht zu. Dieser Seite ebenfalls. Sollte so eigentlich jetzt nicht sein. Eigentlich habe ich den festgezogen. Ja, Freunde, das ist das Ergebnis des heutigen Tages, beziehungsweise meine Wochenaufgabe in Anführungszeichen. Für euch ist es nur ein Video, für mich ist es echt viel Zeit, die in das Auto geht, aber ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Hier seht ihr das vollständige Ergebnis. Ich finde, man sieht auch schon sehr gut, dass wir keinen Lackunterschied haben, weder Motorhaube zu Kotflügel noch zu der Tür. Ich habe sie jetzt auf jeden Fall erstmal verbaut, denn im nächsten Schritt muss das Fahrzeug zum Karosseriebauer, damit die Seiten gerichtet werden. Die Frontstoßstange habe ich jetzt. Hier vorne werde ich auf jeden Fall noch die Stecker alle abkleben, damit da kein Wasser reinkommt. Des Weiteren muss ich die Türgriffe hier abkleben. Auf dieser Seite, hattet ihr das ja gesehen, funktioniert das wegen den Assistenzsystemen nicht. Das ist ja ein völlig anderer Griff. Auf der Beifahrerseite habe ich ebenfalls keinen Griff, weil da so ein kleines Plastikteil, was den Griff an sich hält, fehlt. Dementsprechend muss ich das hier auch noch abkleben. Ansonsten funktioniert alles, alle Assistenten im Spiegel funktionieren, Soft Close funktioniert, kann ich euch hier zeigen. Wirklich, oh, ein Träumchen, oder Freunde? Was sagt ihr? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der Wagen aussieht, wenn er vom Karosseriebauer wiederkommt. Natürlich ist das Fahrzeug von innen jetzt nicht fertig. Ich habe alle Innenverkleidung rausgelassen, weil ich erstmal noch eine Lösung für die Burmester-Anlage finden muss. Das habe ich jetzt unter Zeitdruck nicht lösen können. Vielleicht habt ihr ja mal eine S-Klasse auf Burmester umgebaut oder habt sowas mal in einem anderen Video gesehen. Da wäre ich auf jeden Fall über jeden Tipp dankbar. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz schönen Tag. Wenn euch das Projekt interessiert, lasst gerne ein Abo da und auch ein Motivations-Like. Bis dann, Freunde. Ich bin auf jeden Fall überglücklich, dass das Ding jetzt hier so wieder als vollständiges Fahrzeug in Anführungszeichen steht. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.